Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shantae. Der Mr. Jack Smith hat mir geschrieben, dass ich gefälligst noch alle Gegenstände holen soll. Also alle Herzen, alle Fireflies, also Glühwürmchen heißen die, ne? Ja, Glühwürmchen. Und all den Mist. Deswegen, ja Leute, ihr dürft euch bei ihm bedanken. Ich werde das jetzt alles noch holen. Aber bevor ich mich auf die Suche nach dem letzten Herz und den Glühwürmchen mache und dem letzten Totems für meine Gestalten, werde ich nochmal eben zu Dribble Fountain zurückgehen. Denn im letzten Part, aua, habe ich ja versucht, da reinzukommen. Dann kam ich nicht weiter durch den ersten Raum. Und ich bin ja so blöd. Ich musste doch schon beim ersten Mal dieses Gitter zerstören, was oben auf dem Ding war. Auf dem, da wo das Wasser runterkam. Um überhaupt da reinzukommen. Und daran habe ich nicht mehr gedacht. Und ich habe vorhin mal ausprobiert, ob ich da reinkomme. Und ja, es funktioniert ohne Probleme. Ich kann noch mal in die Dribble Fountain rein. In das Labyrinth. Von daher werden wir jetzt da reingehen und uns die letzten beiden Warp Squids holen, die da drin waren. Und einen davon kann man sogar erst holen, nachdem man in einem späteren Labyrinth war. Denn dafür braucht man mindestens die Spinnenform oder eben die Harpie, glaube ich. Aber mal schauen. Ich werde mir auf jeden Fall alles holen, falls ich jetzt nicht hier vielmal sterbe, was ich eigentlich bezweifle. Die Spinnen sind interessant. Ich kann, sobald sie runterkommen, machen sie noch keinen Schaden. Das heißt, ich kann sie durch sie durchlaufen, wie man gesehen hat. Die letzte sind natürlich dann getroffen, weil ich zu lange gebraucht habe und wieder zurückgerannt bin. Aber theoretisch geht das. Und die... Moment. Erstmal muss ich mich um den Teufel kümmern. Aber dieser Baumstamm sieht irgendwie sehr verdächtig aus. Ich vermute mal, dass da drunter ein Geheimgang ist. Und ich vermute, dass wir schon auf der anderen Seite des Geheimgangs waren und dann nicht hochkamen, weil da der Baumstumpf war und wir den von unten nicht wegbekommen haben. Deswegen möchte ich ihn jetzt mal eben wegmachen und schauen, wo wir ankommen. Denn die Dribble Fountain wird uns nicht weglaufen. Ich hoffe, ich spreche das überhaupt richtig aus. Fountain. 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 Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich ist mir auch eigentlich relativ egal. Ich meine, ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor hier. Spinne. Teufel. Der ist gerade durch die Wand geflogen. Ich glaube es jetzt nicht. Ja, ich glaube, da unten komme ich irgendwo hin, wo ich jetzt nicht hin möchte. Ich habe keine Lust, da unten zu sterben. Ich gehe jetzt doch lieber zur Dribble Fountain. Aber falls wir später nochmal hier irgendwie durch wollen, dann ist jetzt der Weg frei. Immerhin etwas, ne? Dann kommen wir hier raus und fragen uns, hey, wo sind wir denn jetzt gelandet? Überall Bäume und Spinnen und Spinnen. Das erinnert mich an das Zelda 2 Let's Play von Funk Royal. Da gibt es auch in den Wäldern jede Menge Spinnen. Das habe ich mir vor kurzem nochmal angesehen. Und Funk Royal war ja so der erste große Let's Player, den ich wirklich geguckt habe. Und der hat mich ja auch dazu inspiriert, selbst mit Let's Plays anzufangen. Also bedankt euch bei ihm. Er ist toll. Guckt ihn mal an, falls ihr ihn noch nicht kennt. Also es ist schön, seinen Let's Plays zuzuschauen. Da! Spinnen. Lasst mich doch alle in Ruhe. Ich will doch nur hier durch. Ich wünschte, es gäbe einen Teleport zu den Labyrinthen und nicht nur zu den Städten. So, jetzt muss ich vorsichtig sein. Nicht, dass ich da reinfalle in die Löcher. Dann darf ich alles nochmal machen. Juhu. Da freut ihr euch bestimmt, weil ich dann leide, aber... ein Speicherpunkt. Ich freue mich nicht darüber. So, bla bla. Speichern. Wir gehen jetzt mit Safe. Wunderbar. Im nächsten Bildschirm müsste dann das Labyrinth auch schon sein. Und jawohl, gehen wir doch einfach mal rein. Diesmal hat es auch direkt beim ersten Mal geklappt. Also so langsam verstehe ich, wie das Spiel funktioniert. Ja, hier oben. Wir müssen einfach gegen das Gitter schlagen und dann können wir da durch. Ja, toll, schwer. Warum ich darauf nicht gekommen bin beim letzten Part, ich weiß auch nicht so recht. Keine Ahnung. So, mal schauen. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich muss mal eben hier lesen. Destroy the spikes in the first room of the labyrinth and enter the room beyond. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich... müsste dieser Raum hier gemeint sein. Und irgendwo... Hey, Moment, da oben war was. Ich will die Harpie haben. Das kann gut der Warp-Squid gewesen sein. Ich muss mir die ganzen... Ich habe viel zu lange nicht mehr gespielt. Ich muss das Spiel jetzt endlich mal durchspielen. Das habe ich mir vorgenommen. Ich werde jetzt mir dann mein Hauptaugenmerk erstmal auf Shantae richten. Weil so lange wird das jetzt auch nicht mehr dauern, weil ich... bin jetzt fast ein Jahr in diesem Projekt und so langsam sollte ich es vielleicht mal beenden, weil so lang ist das Spiel eigentlich gar nicht. Aber es ist ja eigentlich auch cool, es macht auch Spaß, bloß irgendwie hatte ich immer auf die anderen Spiele mehr Lust. Okay, das hat mir jetzt nicht so viel gebracht. Und Leben, cool. Okay. Finde ich gut. Kann ich da oben rein? In das Wasser?
Oder ist mit dem ersten Raum des Labyrinths dieser Raum hier gemeint? Und ich soll hier irgendwo anders irgendwelche Spikes zerstören? Weil angeblich soll das... Nee, das hier ist doch der erste Raum des Labyrinths, oder... Hä? Also der Raum hinter dem ersten Raum des Labyrinths. Und hier steht, dass der Wobbskit irgendwo in einer Passage versteckt sein soll, der hier oben links in der Ecke des Raums ist. Moment, ich gehe nochmal nach eben nach oben. Das will ich jetzt wissen. Also, wäre noch schöner, wenn ich jetzt hier direkt am ersten Wobbskit vorbeilaufe. So, hier oben ist nix. Das ist doof. Oder zählt das noch nicht als Labyrinth? Beginnt das Labyrinth erst hier hinter diesem Raum und das hier zählt noch nicht? Ach, ich habe doch keine Ahnung. Yay, toll, die Harpie hat so viel Momentum gehabt, dass ich reingefallen bin. Großartig. Ah. Okay, aber auf jeden Fall soll hier ein Warp Squid versteckt sein. Und hier kommt man ohne Harpie oder Spinne nicht dran. Yay, Warp Squid. Einer fehlt uns noch. Und da. Ich muss erstmal wieder ans trockene Land, weil ich habe keine Lust, noch mehr Leben zu verlieren. Ich habe zwar eins bekommen, aber... Boah. Dieser Boden sieht irgendwie verdächtig aus. Findet ihr nicht? War hier nicht irgendwo noch ein Geheimgang? Keine Ahnung. Egal. Wir müssen jetzt erstmal einen grünen Raum suchen. Hey, Moment mal. Ist hier oben vielleicht irgendwas? Ich laufe jetzt einfach mal so ein bisschen rum. Ich habe zwar hier stehen, wo die Warp-Skits ungefähr zu finden sind, aber genau weiß ich jetzt nicht. Ich werde es wahrscheinlich sehen, wenn ich da bin, aber einfach mal ein bisschen erforschen. Das kann nicht schaden. Jetzt haben wir noch ein bisschen Geld. Wir müssen uns da sowieso noch was kaufen. Und, na toll. Hey, das ist dieser Raum. Ha, der grüne Raum, wo Licht am Anfang reinkommt. Bla bla. Und es soll hier offensichtbar sein. Das heißt, wahrscheinlich haben wir den schon. Oh, die Dinger schon wieder. Die man jetzt wahrscheinlich auf dem Video nicht sehen kann, weil sie blinken. Aber, ah. Boah, die Harpie ist echt stark. Ein Treffer und dann sind sie tot. Also, wenn man das jetzt nicht gesehen hat, die Gegner, ich weiß ja nicht, ob jetzt mit meiner neuen Aufnahmemöglichkeit die sichtbar sind. Beim ersten Mal waren sie ja nicht sichtbar. Mit der Harpie habe ich nicht sofort getroffen, weil diese Gegner gut abblocken können. Deswegen direkt beim ersten Treffer dann aber habe ich sie besiegen können. Mit einem Schlag, was ziemlich cool ist. Und hier, so, wo steht denn hier? It's in plain view after you crawl through a short gap near impossible to miss. Okay, ich glaube, das ist doch der falsche Raum. Ich habe keine Ahnung. Ich begebe mich einfach weiter auf die Suche. Wir haben 3 Warp-Skills, ja. Ja, ja. Ich meine mich zu erinnern, dass wir hier schon 3 gefunden hätten. Von daher brauchen wir noch einen... Also jetzt insgesamt 4 mit denen, die wir gerade eben geholt haben. Also, warum zur Hölle bin ich jetzt wieder draußen? What the fuck? War das der Bossraum oder wie? Und weil wir den Boss besiegt haben, ging es jetzt wieder raus? Oder wie darf ich das verstehen? Ich bin irgendwie ein wenig verwirrt. Jetzt, warum bin ich jetzt keine Harpie mehr? Chantae, was tust du denn hier? Warum tust du mir sowas an? Ich will doch nur hier den Boss haben. Lass, geh da durch. Geh da durch. Hör auf, mit deinem hübschen Hintern zu wackeln. Geh da... ja, ich spiele mit Controller. Und... zwar mit einem Digi-Stick. So, geht doch. Und nicht mit einem Kreuz. Also mit einem Analog-Stick, nicht mit einem Digi-Stick, ja. Ich spiele mit einem Analog-Stick. Stück. Halt, das ist ein Leben. Wow. Das habe ich aus Versehen aktiviert. Mit einem Analog-Stick statt mit einem Digi-Kreuz. Was bedeutet, dass ich nicht so gut unten links drücken kann in diesem Spiel. Also mit einem Digital-Kreuz ginge das ohne Probleme. Dann kann man ohne Probleme da durchkrabbeln. Aber... mit der Möglichkeit, die ich momentan habe, geht das leider nicht. So, das Leben wollte ich haben. Bup. Tot. Tot, den Vasen. Nein! Oh. Also das ist echt schlimm. Die Harpie rutscht viel zu schnell. Oh, nein, flieg, flieg, flieg. Lass dich bloß nicht ins Wasser fallen. Das Wasser bringt dich um, denn du bist eine Harpie. Du bist aus Zucker. Natürlich. Okay, oh. Ihr müsst sterben. Ich mag die Harpie. Ich glaube, ich laufe jetzt öfters in dieser Form rum. So, wir müssen trotzdem noch einen grünen Raum finden. Einen weiteren grünen Raum. Kann hier noch was sein? Moment. Nein. 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 Okay. Keine Ahnung. Was? Oh, ihr blöden Mistviecher, ey. Nö, hier will ich nicht durch. Ich gehe jetzt woanders lang. Puh. Ihr seid doof. Ich mag euch nicht. Ihr stinkt. So. Okay. Wir können nur hier links lang. Guck dir mal, wie viel Leben ich jetzt schon wieder verloren habe.
Oh, die Viecher. Tot. Oh, diese Harpy ist sowas von mächtig. Grüner Raum, wo Licht von oben kommt. Ja, doch, ich erinnere mich, diesen Warp-Skill habe ich schon. Der war nämlich da oben drin. Das hat mir der Depp vom Dienst, glaube ich, sogar gesagt. Ich bin eine leuchtende Harpie. Ich bin ein Engel. Ha! Da hatte mir der Depp vom Dienst, glaube ich, damals geschrieben, dass das ja so aussieht wie ein Geheimgang, wo ich durchkrabbeln kann. Und das habe ich auch gemacht. Und dann habe ich was gefunden. Und zwar den Warp-Squid, das schön war. Oh, du, lass mich in Ruhe. Den kann man jetzt sogar sehen. Aber ich komme ja auch nicht durch. In wem ihn nicht zurückverwandeln? Harpie sein ist cool. Ich gehe aber trotzdem vorsichtshalber mal da durch und guck nach, ob ich den nicht doch verpasst habe. Weil man weiß ja nie, ne? Geh da durch. Geh da durch. Ja, das Kriechen ist mal wieder das Problem. So, ja, das sieht so aus, dass, ja genau, hier oben hätte der eigentlich sein müssen, zwischen diesen beiden Vasen. Aber, wie man sehen kann, sehen sie nichts. So, nächstes, in dem Raum, der so geformt ist wie ein wie eine umgedrehte 7 oder eine invertierte 7, ist die Frage jetzt, Lebensenergie, dass das aussieht wie so ein Tetris-Stein oder, also wie rum, man kann ja einmal hoch. Man kann ja an verschiedenen Achsen invertieren. Man kann ja... Ups, das war der falsche Tanz. Man kann ja an der X-Achse invertieren. Man kann aber auch an der Y-Achse invertieren. Man kann aber auch an beiden Achsen invertieren. Und je nachdem sieht das Ganze dann anders aus. Also suchen wir einfach einen... Wobei, wenn da steht ein Inverted 7, also eine invertierte 7, dann wird das wahrscheinlich an der Y-Achse invertiert worden sein. Weil sonst... Das aussieht wie ein L. Und das hier sieht aus wie ein L. Quasi. Also ist das hier... Wobei... hier geht es aber noch weiter. Von daher ist das wahrscheinlich nicht der richtige Raum. Ah, genau. Das war doch hier die Kombination für den Drehstein, den ich eingeben musste. Okay, dann müssen wir erstmal woanders... Hier, genau, dieser Drehstein. Ja gut, dann müssen wir wahrscheinlich erstmal Wasser. Vorsicht, woanders hin. Wobei, Moment... Blabla. In the room that is shaped like an inverted 7 with a shaft leading down to a passage that goes left. The passage has a few platforms over water to jump. The warp squid is in a hidden room on the corner of the inverted 7. Just crawl right and you will find it. Okay, dann... Das hier wird wahrscheinlich nicht der richtige Raum sein. Nehme ich jetzt einfach mal an. War hier nicht auch irgendwo ein Leben? Ja, hier war noch ein Leben. Ha, habe ich mich dran erinnert. Wunderbar. Mit 5 Leben fühlt sich das doch wesentlich besser an als mit 4 Leben. Das hat sich jetzt voll gelohnt, dieses blöde Ding zu holen. Naja, mal schauen. Vielleicht werde ich hier vor dem... Oh, stirb! Bevor ich zu mich Risky Boots stelle. Stirb! 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 Stirb? Hallo? Ich weiß immer noch nicht, wann er sich verteidigt und wann ich angreifen kann. Das ist komisch. Aber auf jeden Fall, vielleicht kann ich mich hier mal so ein bisschen mit Leben einstocken, bevor ich zu Risky Boots gehe und mich ihr stelle oder sie sich mir stellen muss. Keine Ahnung. Geh da durch! Geht doch. So, Vorsicht, der hat Schnupfen. Lass dich nicht von seinem Stotter treffen, sonst wirst du krank. Von dem auch nicht. Und du möchtest keinen Drachenschnupfen haben. Das ist nicht schön. Schnodder. Jo, du kniest den Schnodder, Chantae. Das ist ekelhaft. Geh da durch. Geht doch. So. Ah, ich sehe schon, das wird ein langer Part. Eigentlich müssen wir nur 2 Squids finden, aber... Moment, nein, nicht verwandeln. In den Raum, wo ich rein will, war das nicht gut, in Harbin Formula hinzugehen. Dann bist du sofort gestorben. Da brauchen wir irgendwas, wo wir schweben können. Wir brauchen die, ein Item, dessen Namen ich vergessen habe. Nein, ich habe zu lange die Taste gehalten. Nein, ich nehme Schaden. Das Spiel mag mich nicht. Der Dungeon mag mich nicht, das Labyrinth. Böses Labyrinth. So... Ah, nein, hier ist kein Geheimgang. Das ist gut. Oder schade eigentlich, aber... So. Ich brauche... Float Muffins, genau. Und ich brauche mal was, ein bisschen Heilung. Ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. 1, 3, ja. Nehmen wir mal das hier. Da haben wir 3 von. Die habe ich ja nicht umsonst gekauft, ne? Setz es ein. Dankeschön. Joa. Das hält. Heilt 6 Herzen, das ist wunderbar. Float Muffins, also das Große einzusetzen, ist eigentlich, glaube ich, ziemlich sinnlos, wenn man nicht irgendwie nur ein oder ein halbes Herz hat. Weil dann wäre Verschwendung. Renn, renn. Wo muss ich denn hin? Wo muss ich hin? Schlangen. Käfer. Käfer, Schlangen. Ah! Tanzen hier, Limbo.
Nein, eigentlich nicht, aber sie sind so klein, sie könnten wunderbar Limbo tanzen. Oh, komm schon. Ist das hier eine invertierte Sie? Kann ich da unten reinkriechen? Nein, anscheinend nicht. Wo gehe ich jetzt am besten lang? Ich weiß, dass ich mich in der Mitte hätte runterfallen lassen können, hier bei dem komischen Ding, aber ich gehe erstmal hier runter. Dann wäre ich da unten links reingekommen. Und hier war wahrscheinlich irgendwas. Ich verwandle mich mal eben in einen Affen. Wahrscheinlich habe ich die Affenform da auch bekommen und brauchte die dann, um da herauszukommen oder so. Wobei eigentlich nicht, da kann man ja durchkriechen, wenn man von der anderen Seite kommt. Aber egal, ich möchte hier jetzt trotzdem rein. Das gelingt mir nur in der Affenform. Oh nein, lass mich in Ruhe. Hey, ein Leben, wunderbar. Ich werde es gleich wieder verlieren. Komm, stirb. Oh, der Affe ist aber nicht so stark wie die Harp hier. Oh, drei? Oh Gott. Oder der ist einfach stärker, das bezweifle ich eher. Hallo, nicht sterben. 4, 5. Boah, wie viele Schläge hält er denn aus? Nee, ich will hier weg. Ich will hier nur weg. Na oben. Nein, hier will ich eigentlich nicht hin. Ist da oben noch was? Nö. Na gut, dann gehen wir hier weg. Ich habe keine Lust, jetzt als Affe zu kämpfen. Das ist mir zu stark, das Vieh. Ich will lieber die Harpienform haben. Macht den einen Schlag kaputt. Tötet sie. Dum-di-dum-di-dum. Einmal nach unten und einmal B. Und das ist der richtige Tanz. Oh ja, sexy. So. War ich da schon? Nein, da war ich noch nicht, ne? Lebensenergie kann ich gut gebrauchen. So, möchtest du nicht wie eine invertierte 7 geformt sein, Raum? Möchtest du? Ja, du möchtest. Ich sehe dir das an, dass du so geformt sein möchtest. Weil du so einen komischen Hintergrund hast. Aha, 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 aha. Ja, das sieht doch aus wie eine invertierte 7. Ja, das ist eindeutig so ein Tetris-Stein. Moment, dann gehe ich mal eben in die Ecke und dann wollen wir da mal reinkriechen. Ja, da ging das Vieh rein. Wobei, wenn das Vieh da reingeht, ich glaube, ich war da schon drin. Ich meine mich zu erinnern, dieses Vieh schon mal beim Reingehen beobachtet zu haben. Und das fand ich dann so faszinierend, dass ich angenommen habe, dass da drin ein Geheimgang ist. Das lässt sich aber einfach herausfinden. Aha. Boah, Feuer. Der hat keinen Schlupf. Nein. Da war ein Warp Squid, den habe ich schon. Dann müssen wir uns den nächsten Raum suchen. Okay, destroy the spikes in the first room of the labyrinth and enter the room beyond. The Warp Squid is hidden in a passage in the top left corner of this room. Da habe ich ja schon geguckt, aber da war ja nichts. Und wenn denn mit Spikes das Gitter gemeint ist, das weiß ich ja auch nicht so recht, was die da im Walkthrough haben wollen, aber keine Ahnung. Ansonsten gucke ich nochmal das letzte an, das ist im Elevator Room, also im Raum mit dem Aufzug. Den müssen wir aber auch erstmal finden. Und wenn er da nicht ist, dann... Ich wusste es! Kaum habe ich ein Leben, verliere ich es wieder, ne? Es ist so... furchtbar. Flieg, Harp hier. Das Blöde ist ja, dass ich immer hier jedes Mal Flügel schlagen, einmal die Taste drücken muss. Ich kann die nicht gedrückt halten, um dann irgendwie normal in eine Richtung zu fliegen. Nein, das geht natürlich nicht. Weil das Spiel möchte nicht, dass ich hier das gut steuern kann. Ah! Die Harpien-Steuerung ist aber auch ziemlich frickelig. Also... Die ist ziemlich cool, weil sie fliegen kann und so einen starken Angriff hat, wenn man das Totem gesammelt hat. Aber dadurch, dass sie dann so wegglitscht und slidet, und so komfricklich zu fliegen ist, wertet das Ganze wieder auf. Also ab, besser gesagt. Weil man es halt schwerer spielen kann dadurch und es nicht zu übermächtig wird. Oh nein, ich muss kriechen. Ich will nicht kriechen. Ich will in der Harpin-Form bleiben. Das ist, Moment, ich nehme die Affe-Form. Dann kann ich direkt da durchlaufen. Dann muss ich mich nicht mit, ich sagte, ich will die Affenform, nicht die Harpienform hier. Tanz mal richtig. Dann muss ich nicht erst wieder versuchen, da runter zu kriechen und irgendwie durchzukommen und... Nee. Lassen wir das mal so. Das ist wesentlich angenehmer. Aha. Nein, keine Lebensenergie. Schade. Könnte ich gerade gut gebrauchen. Was ist denn hier passiert? Habe ich nicht hier... Nein, habe ich nicht. In irgendeinem Raum musste ich auch dann eine Platte erst dahin bringen, die von oben runterfallen lassen, wenn ich mich richtig erinnere, oder nicht? Hopp und hopp und hopp und hopp und... Ha, ich bin nicht auf euch Plattformen angewiesen! Oder doch, vielleicht. Ich weiß es nicht. Geht rüber. Geht doch. Ich sag doch, ich bin nicht auf euch angewiesen. Wobei, jetzt vielleicht schon. Egal. Nein! Aua! Oh, du Blöde!
Willst wohl sterben, was? Nein! Okay, ich vergesse es, ich nehme eine andere Form. Das bringt ja nichts. Ich bin gleich sowieso tot. Das war die falsche Verwandlung. Genau, ich nehme den Elefanten, um hier hochzukommen, weil das auch so viel Sinn macht. Boing. 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 Nein. Ich muss mich nochmal heilen. Erst einen mittleren und dann einen kleinen. Das sollte reichen. So. Oh, wobei, ich glaube, den kleinen brauche ich gar nicht. Nein. Rüst mal wieder das hier aus. Und jetzt will ich aber die Harpienform, nicht die Elefantenform, nicht die Affenform und auch nicht die Piratenform oder die Spinne. Nein, ich möchte die Harpie. Geh da hoch, geh da hoch. Brave Shanta, ey, geh da hoch. Aber irgendwo, wo war denn hier ein Aufzugraum? Na toll. Das war eine kurze Freude. Geh da durch. Geh da durch. Dankeschön. Ja. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich will hier nicht hoch. Ich kann mich auch nicht an einen Aufzug erinnern. Manu. Lasst mich doch mal spielen. Ich habe keine Lust, mich die ganze Zeit zu verwandeln. Ah, hier war... Genau, hier bin ich damals zu schnell hochgesprungen. Ein Leben! Juhu! Ich gehe wieder runter. Wer weiß, was da unten noch ist. Da unten ist garantiert noch der Elevator Room irgendwo. Und dem möchte ich doch noch einen Besuch abstatten. Lass mich durch. Geh da bitte. Tu dir selbst einen Gefallen und kriech da durch. Kriech schneller da durch. Danke. Und hey, ich habe wieder... das war großartig. Ein Leben und Lebensenergie. Das ist gut. Moment, hier muss ich garantiert die Platte irgendwo runterfallen lassen. Das will ich haben, das will ich haben. Viel Geld, viel, viel Geld. Okay, komm, verwandle dich schnell, bevor es weg ist. Schneller. Flieg. Flieg, sei frei, es ist weg. Du, Spiel. Ich mag dich nicht. Also, ich mag dich schon, aber... Böses Spiel. Böses, böses und gehässiges Spiel. Du willst mich leiden sehen. Garantiert, gib's doch zu. Komm hier. Und meine Zuschauer wollen mich ausleiden sehen, oder? Das klingt so, als hätte ich hier den Tanz bekommen. Moment, die Musik ist irgendwie cool. Das will ich mir genauer ansehen. Und da muss ich immer noch den Aufzugraum finden. Ja, hier habe ich den Tanz bekommen. Hi, wie geht's dir? Hi, bla bla bla. Bla 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 bla. Nein, ich habe kein Problem damit. Ich brauche kein Tutorial. Lass mich gehen. Ich wollte nur fragen, ob es dir gut geht, warum du immer noch hier drin hockst nach all den Tagen, nachdem wir dich befreit haben. Wobei, du bist die Wächterin, oder? Warum hockst du da immer noch in dem Käfig? Das gibt gar keinen Sinn. Komische Frau. Komische, komische Frau. Komm schon, hier. Guck, wir haben den Tanz gemeistert. Du musst uns kein Tutorial geben. Wir wissen, wie wir uns in einen Affen verwandeln können. Und guck mal, wir können jetzt sogar hier dich kratzen. Am Rücken. Ah, ja. Und vielleicht lernen wir dann demnächst auch noch unsere andere Hand zu benutzen. Dann können wir dir auch noch eine schöne Massage geben. Und dann kommst du mit und wir führen ein neues Leben. Dann musst du nicht mehr hier in diesem nassen Dungeon zurückbleiben. Nein, nein. Aber wo ist der Elevator Room? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Verfolgen wir nochmal die letzte Spur. Das heißt, im ersten Raum, nachdem wir die Spikes zerstören mussten, welche Spikes auch immer gemeint sind. Das ist die andere Frage. Deswegen wollen wir erstmal wieder da hochklettern. Moment, ist damit hier der Elevator Room gemeint? Between the bottom floor and the one above you. It's a pin of... ich glaube, das ist sogar der hier. Wow. Nein, 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 nein. Oh, es war so klar. Ich war gerade am Lesen. Die Fenster werden erwähnt. Wir sehen ein Fensterpaar. Und wir sollen durch das rechte durchgehen für einen Warp Squid. Okay. Das hier scheint aber nicht das Richtige zu sein. Moment. Ich verwandle mich mal in eine Harpie. Dann können wir vielleicht noch woanders hin, weil vielleicht sind andere Fenster gemeint. Das ist nämlich kein Pair auf Windows. Das sind mehrere Windows. Und irgendwo muss ich hier auch in so ein Fenster reingehen können. Das könnte es sein. Hier, das ist das Pair auf Windows. Geh da durch. Geh da durch, geh da durch, geh da durch, geh da durch. Geh da durch. Du sollst da durchgehen, Manu. Moment, ich lese es nochmal genau.
In the elevator room between the bottom floor and the one above it, you should see a pair of windows in the walls. Ah, also zwischen. Moment, hier unten? Ist hier noch ein irgendein Fenster? Nö. Dann, wow, muss das ja irgendwo hier so zwischen den beiden Stockwerken sein. Ne? Kann ich hier irgendwo durchs Fenster durchgehen? Nein. Kann ich hier durchs Fenster durchgehen? Nein. Ist das überhaupt der richtige Raum? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber, ist hier irgendwas in der Wand? Nein, auch nicht. You can see a pair of windows in the wall. Smoke through the right one for the warp squid. Ja. Nein? Wo muss ich denn hin? Das gibt doch gar keinen Sinn. Mann, oh. Geh mal wieder weg hier. Anscheinend kann ich nicht durch die Fenster durch. Ich wüsste auch nicht, wie. Also, kann ich hier irgendwas machen, um da durchzukommen? Geht das? Ich kann ja nicht mal stehen, vernünftig. Um irgendwie als Nicht-Harp hier da durchzukommen. Deswegen ist es ein wenig seltsam. Okay, hier geht nichts, nein. Vielleicht kann ich hier irgendwas machen. Nö, auch nicht. Ach Leute, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Diese Suche ist so vergebens. Für zwei verdammte Warp Squids. Wenn ich dann daran denke, dass wir in den anderen Dungeons auch noch welche finden müssen. Wir haben ja nur im letzten Dungeon alle fünf gefunden. Und das bedeutet, wir müssen hier noch einige holen. Und das kann ja was werden. Was habe ich mir da nur aufgebrockt? Aber ich ziehe das durch. Also keine Sorge. Und ich ziehe es auch durch, dass ich jetzt mal mehr hiervon spiele, bis ich es durch habe. Bevor ich wieder noch neue Projekte anfange und die anderen Projekte fortsetze und bla. Also Pumuckl werde ich wahrscheinlich noch spielen, aber Ghost Trick und Blood Omen stehen jetzt erstmal zurück, bis ich das hier durch habe. So. Hoch hier. Los. Oh. Ich sagte hoch, nicht zurück. Mann, verstehst du meine Sprache nicht, Santa? Ey. Ja, wahrscheinlich nicht. Du kommst aus dem Orient. Wahrscheinlich sprecht ihr da irgendwas anderes. Das ist doch scheiße. Ich gehe nochmal in den Startraum. Das ist jetzt gerade meine einzige Anhaltsstelle. Natürlich. Natürlich. Spring doch einfach ins Wasser. Du kannst nicht schwimmen, aber das ist egal. Du magst Wasser ja so sehr, dass du dich magisch davon angezogen fühlst. Ich meine, ist verständlich. Jeder Charakter, der nicht schwimmen kann, fühlt sich von Wasser magisch angezogen. Das ist eine nicht geschriebene, nur mündlich übermittelte Regel der Videospiele, dass es so zu sein hat. Warum ist die Vase da kaputt? Die habe ich schon kaputt gemacht? Mann, Ja genau, gib mir doch den Edelstein. Der bringt mir sowieso nichts. Das ist ja nur einer. Muss da irgendwo noch was sein. Mann, ich geh jetzt wieder zurück, ich geh jetzt hier raus, ich hau ab. Mich alle mal gerne haben hier, Monster. Die Monster in diesem Dungeon, die können mich mal. Ja, was haben. Wo muss ich denn hin? Ich hab keine Ahnung. Leute, ich hab den Walkthrough, ich hab hier eine Liste von den Items und wo ich sie finden kann. Ah, das ist ein und derselbe Raum, wie es mir scheint. Oder? Weil. Das ist ein und derselbe Raum. Das heißt hier... Moment, was steht da? Destroy the spikes in the first room of the labyrinth and enter the room beyond. Das heißt, es ist der nächste Raum. Aber das ist gleichzeitig auch... Ein Absatz vorher wurde das hier noch als der dritte Raum bezeichnet. Okay, the warp squid is hidden in a passage in the top left corner of this room. Ich glaube nicht, dass da oben eine Passage versteckt ist. Das sind Bricks. Also so, hier, ne? Tut weh, wenn ich dagegen springe. Das ist doch nervig. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme, ehrlich gesagt. Über 20 Minuten sind es auf jeden Fall. Wahrscheinlich nähere ich mich gerade einer halben Stunde. Und das alles nur in diesem blöden Dungeon hier. Manjo! Ich will doch nur spielen. Manjo, ich will doch nur Warp Squids haben. Ich will doch nur, ja, dass wir alle lieb haben. Keiner mag mich. So, bestimmt, wenn ich jetzt hier als HP durchfliege, sterbe ich. Ja, genau, ich sterbe wieder. Ich kann nicht schnell genug wieder fliegen, als dass ich da durchkomme. Das ist so unfair. Ich brauche hier wirklich den Warp Muffin. Kann ich den als HP überhaupt einsetzen? Anscheinend nicht. Dann verwandeln wir uns
verwandeln wir uns doch wieder zurück. Wir haben ja die Zeit. Natürlich. So, und jetzt renn hier durch, Shantae. Renn, es geht um dein verdammtes Leben. Ist da oben was? Moment, das möchte ich sehen. Das sieht verdächtig aus. Wahrscheinlich ist da oben jetzt der Warp-Skip und ich bin hier umsonst durch den ganzen Dungeon gelatscht. Hey, schau mal einer an, da ist irgendwas. Aber das sieht nicht nach einem Warp-Skip aus. Von daher bringt mir das jetzt total viel. Ein bisschen Lebensenergie. Yeah. Hey, hier geht's noch weiter. Warp-Skip! Warp-Skip! Ich glaub's nicht! Ich verstehe nicht ganz. Ist das jetzt hier der Elevator Room? Aber ich sehe keinen Aufzug. Seht ihr hier irgendwo einen Aufzug? Nein, ich sehe keinen. Also, Okay, cool. Ich habe den Warp-Skip, ich habe alle gefunden. Drei hatte ich. Und ich habe keine Ahnung, was wo der andere sein soll oder gewesen sein soll, wodurch die Spikes zerstören soll, welche Spikes auch immer. Wahrscheinlich ist das der falsche Dungeon, also Spikes gäbe es hier noch nicht. Die gibt es erst später, hier gab es nur das Gitter, aber es ist mir gerade sowas von egal. Ich habe den Warp Squids, ich muss hier nie wieder rein, außer ich spiele das Spiel irgendwann nochmal privat, was ich bestimmt werde tun werde. Ja, Grammatik werde ich auch lernen, Tüte Deutsch kaufe ich mir bei Aldi. Und dann muss ich überhaupt lang. Ich will jetzt einfach nur raus. Ich will hier weg. Lasst mich doch einfach gehen. Guck mal, kann ich hier irgendwo? Ich kann hier nirgendwo. Okay. Na gut. Noch ein bisschen Edelstein. Dann gehen wir halt wieder hier runter. Nicht sterben. Nein. Ich glaub's nicht. Ey, wollt ihr mich verarschen? Ich bin als Harpy runtergefallen und im Fall bin ich dann, weil ich auf dem kleinen Podest aufgekommen bin, nach hinten geslidet und ich hatte überhaupt keine Möglichkeit, da wegzugehen. Es ist... Nein, ich gehe da nicht nochmal als Harpy runter. Oh. Also, so cool das Spiel auch ist, in solchen Momenten ist es einfach nur... zum Reinschlagen. Ja, der Dungeon hier ist wahrscheinlich auch nicht dazu gemacht, dass man ihn mit der Harpy bestreitet, aber... es ist doch doof. Das ist ganz ehrlich doof. Also, das versaut mir die Laune an dem Spiel. Ich habe so viele Leben gesammelt und... ich habe keine Lust, die Muffins einzusetzen. Es geht auch so. Seht ihr? Guck mal, als Affe komme ich hier ohne Probleme durch. Nur als Harpie. Nee, die Harpie, die will nicht mitspielen. Ist mir egal, ich mag die Harpie. Ich verwandle mich wieder in die... Harpien sind so... haben so das böse Image in der Mythologie. Das ist irgendwie cool. Ich mag sowas. Aua, nicht blitzen. Nicht blitzen, nein. Wir wissen von Pokémon, dass Flugtypen eine Schwäche gegen Elektro haben. Also, nicht blitzen. Bitte. Geh weg, lass mich durch. Ja, noch ein bisschen Lebensenergie ist gut. Vielleicht noch ein Leben irgendwo hier. Ich meine, ich habe nur noch eins. Ich könnte Leben gut gebrauchen. Ja, vielleicht gehe ich auch hier rein und sammle offscreen dann noch welche nach diesem Part. Ich weiß es nicht. Ihr Viecher schon wieder. Lass mich raten. Ja, ich muss sie besiegen, um hier durchzukommen. Stirb. Ich hoffe, man sieht die. Ich hoffe wirklich, man sieht die, weil sonst denkt ihr euch hier, was macht ihr denn da? Und warum ist das Tor aufgegangen? Da war doch gar nichts. Gib mir das Herz. Ich habe alle Warp-Squids, schön. Und ich bin hier raus und ich gehe speichern. Ich muss sofort speichern und... Was haben wir überhaupt noch für Städte? Moment. Uns fehlen noch... Ja, eigentlich können uns noch gar nicht so viele Warp-Squids fehlen, oder? Ich meine, wir haben einmal Rottitops, den Warp-Zauber dahin und einmal den in die Bandit Town. Und wir haben jetzt 4 Warp-Squids, das heißt, wir haben genug für einen von beiden. Und dann fehlen uns noch 4 für den anderen, aber eigentlich müssten wir noch 6 sammeln können, wenn ich nicht falsch gerechnet habe. Oder haben wir in 2 Dungeons 4 Warp-Squids gefunden? Das würde Sinn machen, dann würden wir nämlich in einem noch 2 finden und in 2 dann einen jeweils. Oh Mann. Das kann ja was werden. Egal. Wir speichern erstmal und das war lange genug für einen Part. Außerdem ist gerade draußen irgendwas los. Ich glaube, da mäht einer seinen Rasen. Ich hoffe, das kann man nicht hören. Ich höre das durchs geschlossene Fenster und durch die Kopfhörer. Also das muss schon ziemlich laut sein. Wie auch immer. Speichern. Ich habe alle Warp-Skills. Gut. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Der Part ist länger geworden, als ich gedacht habe. Ciao.